Hagen feiert die deutsche Basketballmeisterschaft. Jetzt leider nicht die aktuelle, sondern die vor genau 40 Jahren. Der SSV Hagen macht den Titel in Heidelberg klar. 1500 Fans sind mit und auch die Rückkehr in Hagen ist ein Triumphzug. Die ganze Stadt feiert ihre Helden. Aktuell gibt es zwar keinen Sieg, aber ein richtig gutes Spiel zu feiern gegen den Serienmeister der letzten 4 Jahre. Bamberg hat einfach sehr gut gespielt. Sie haben am Anfang gegen unsere Presse gewackelt. Der John Goldsberry, der ja heute viel auf Vereins spielen musste, hat am Anfang Schwächen gezeigt. Hat sich im Laufe des Spiels immer mehr gefangen, ist mit der Presse zurechtgekommen, hat selber 10 Punkte gescored, 11 Assists gehabt. Und das ist einfach auch ohne Gavel und Jordan, eine sehr gut besetzte Mannschaft. John Goldsberry setzt die Taktik von Coach Chris Fleming mit zunehmendem Spielverlauf immer besser um. Los geht's. Phoenix Hagen gegen die Brose Baskets aus Bamberg. Und was für ein Start der Hagener, die zwar auf Henry Dugard verzichten müssen, aber hier richtig was vorhaben. Mit der berüchtigten, wuseligen Defense ist der Wohlfühlfaktor für Bamberg überschaubar. Dino Gregory hat eine ganz starke Phase. Und David Bell legt für 3 nach. In der Anfangsphase wackeln die Bamberger. Mit 8 Punkten vor geht's in Viertel 2. Und das geht gut weiter. Storch Bernd Kruhl zeigt, dass er heute richtig was vorhat und wühlt mal ein bisschen in der Trickkiste. Phoenix spielt so gut, dass Chris Fleming den Passage macht und im Grunde um eine Bestrafung bettelt. Die bleibt aber zum Unmut der Hagener Fans aus. Phoenix kann das Level nicht ganz halten. Die Wurfquote geht runter. Bamberg kämpft sich ran. Harris hat zu viel Zeit, um von außen Maß nehmen zu können. Mit viel Auge zieht David Bell in die Zone, sieht Mark Doris. 3 schöne Punkte für Hagen. Aber die Antwort, 2 Dunks, Bamberg ist jetzt dran. Aber Phoenix hält dagegen, Moritz Krume. Und einmal mehr Bernd Kruhl. Zur Halbzeit 4 Punkte vor, 36 zu 32. Ich glaube, dass die Jungs im zweiten Viertel wesentlich besser, wesentlich enger verteidigt haben. Und wir haben irgendwie einen Weg gefunden, um unseren Angriff zu organisieren. Und ich glaube, am Ende war das der Unterschied. Der Unterschied, dass Bamberg in der zweiten Halbzeit statt 32 Punkten 50 macht. Bamberg dreht zunehmend auf, kommt immer besser ins Spiel und punktet. Phoenix fightet und hält weiter dagegen. Ein richtig gutes Basketballspiel mit vielen guten Aktionen. Stark nicht nur Routinier Bernd Kruhl, auch Niklas Geske zeigt eine richtig gute Leistung. .54 zu .58, hier ist noch was drin am Ischeland. Aber natürlich nur, wenn im Schlussviertel alles rund läuft und Bamberg mit dem Hagener Vollgasstil nochmal ins Schwimmen gebracht werden kann. Dann kann ein weiteres großes B der Liga dazukommen, das Phoenix besiegen kann nach Berlin und Bonn.
Aber die Brose Baskets haben was dagegen, zeigen eindrucksvoll, wie eine Spitzenmannschaft die entscheidende Phase für sich gestaltet. Die Punkte von Smith und Co. tun richtig weh. Und zu richtig guten Aktionen der Bamberger kommt auch noch ein bisschen Sekundenschlaf der Hagener Defense. Es reicht leider nicht. Auch die einmal mehr sicheren Freiwurfpunkte von David Bell ändern daran leider nichts mehr. 72-81 heißt es am Ende. Standing Ovations der Hagener Fans. Respekt für eine große Leistung. Mike, ihr musstet heute richtig viel investieren für diesen Sieg. Da ist man jetzt doch umso glücklicher, oder? Mit Sicherheit. Also wir haben uns sehr gut auf das Spiel vorbereitet. Am Anfang hatten wir ein kleines Tief, was wir uns so nicht vorgestellt haben. Haben uns da aber ganz gut rausgearbeitet und dann bis zum Ende hin eigentlich so gespielt, wie wir das uns vorgenommen haben. Mathe hat super gespielt. Ingo hat ganz, ganz viel gewechselt, hat viele deutsche Spieler spielen lassen. Storch hat super gespielt. Niklas Geeske heute das erste Spiel nach seiner Verletzung wieder bei uns, hat gezeigt, was uns gefehlt hat ohne ihn. Also man merkt ja gar nicht, dass da ein junger Spieler draußen ist. Und ich sag mal so, es wurde ja irgendwie keiner so richtig glauben. Wer weiß, wo wir wären, wenn er nicht verletzt ausgefallen wäre. Weil er hat heute einen super tollen Aufbau gemacht. Besser als einer oder andere, der heute nicht dabei war, das könnte. Und das war schon schön. Und Moritz hat das super gemacht, richtig körperlich wieder reingeknallt. Also ich sehe ganz, ganz viele positive Sachen heute, auch wenn wir natürlich gerne Bamberg geschlagen hätten. Aber es war nicht weit entfernt. You